Ja, Mäuse zusammen und herzlich willkommen im nächsten Part von der Ali-Seite mit unserer Hunterin in BFA. Und ja, ich hoffe, ihr habt letzten Part mitbekommen, wie hier die Leute langsam, aber sicher alle zur dunklen Seite der Macht hinwandern, nämlich zu den alten Göttern. Das Flüstern ist erwacht. Die Leute werden, es werden immer mehr und mehr, denen nicht mehr Herr werden und nicht mehr gegen ankämpfen können und so weiter. Sogar unsere Gefährten sind befallen davon. Und ja, wir sollten langsam aber sicher mal hier aufräumen. Ne? Wir müssen die kaputt machen und das Flüstern ein bisschen eindämmen. Ne? Aber wer weiß, was die alten Götter noch so drauf haben. Deshalb, wir rufen alle zusammen, die noch irgendwie klar denken können. Wir werden diesem Sturm trotzen. Sturmsang wird wieder rein sein. Eben. Lauft, Leute, lauft. Wow, 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 wow. Was bist du denn, Alter? Ich mach dich kaputt. So, Moment. Feuer frei. Uff, war das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen, ne? Oh, Babu Bird kriegt richtig hart aufs Maul. Holy shit, ey. Ich glaube, das war nicht so gut. Uff, also wir machen schon ordentlich Damage da. Hauen wir schon raus, ne? Aber Babubur, wir müssen den heilen. Wir müssen den heilen. Wir müssen den heilen. Jetzt hat er nichts mehr. Und er hat nicht mal die Hälfte der Leben weg. Richtig krank. So, Babubur wieder. Nee, geht nicht. Tier wieder beleben. Und gleich die Heilung reinmachen. Shit, Alter. Ich glaube, oh nein, und noch jemand. Ich glaube, da hätten wir uns nicht drauf einlassen dürfen. Ich mach mal erst den Kleinen weg. Es tut mir leid, Babubur. Aber der muss weg, der macht mich Der jetzt noch kaputt. endlose Schatten heißt mich willkommen. Boah, geil, Alter, die Voice Line. Ich liebe sowas ja, ne? Boah, was sind das denn für Hits? Üff. Shit, Alter. So, Babubur wieder heim. Wir müssen auch kurz mal unser Damage halt unterbrechen, damit. No! Was ist hier los, Alter? Jetzt. Oh, nee. Jetzt greift er mich an, ne? Ja, noch besser. Okay, aber das nächste Mal können wir wenigstens. Babubur? Babubur? Hier. Den. Alter, das ist so heftig, Mann. Das ist ja heftig, was das Vieh hier. Und mein Babubur spottet nicht ab. Was war das denn? Hat gerade einer gefollowt von euch? Wie geil ist das denn? In der Aufnahme. Wenn wir sterben, ja. Wenn ich sterbe, dann wird gefollowt, ne? Geil. Nee, okay. Wissen wir Bescheid. Wir haben es jetzt mal ausgetestet. Okay. Das Ding, ja, ich hätte mich auch totstellen können. Ich wollte eigentlich gerade auf Babubur drücken, dass er hier ein bisschen mal Stress macht und so. Aber ist okay. Fighten wir halt ohne ihn, ne? Können wir ja auch, haben wir jetzt einsamer Wolf als. Wie kann das passieren? Ich stelle mich hier hin und da kommt noch ein neuer Gegner, Alter. Richtig krank, Mann. Ja, und stellt euch hinter mich. Ich raste aus. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen moven, Alter. Du auch. Nee, komm. Nee, 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 nee. So. Gut. Oh, schlimm ist das. Wo ist Babo Böhr eigentlich? Da ist Babo Böhr. So, mein Hübscher, das kriegen wir jetzt hin, ne? Wir beide. Heilung reingesteckt. Mal des Jägers, mal machen wir auf die Gegner. Die werden ja immer frecher hier, ne? Junge, Junge, Junge. Ist gar nicht so einfach, wie ich mir das immer vorstelle. Nee, muss ein bisschen aufpassen, was man hier tut. Das finde ich gut. Ja, wir sind zwar gestorben, aber scheiß drauf, Alter. Ich finde sowas. Oh, müssen wir da, das Ihr Vieh da, müssen wir kaputt meine machen, Freunde Alter. haben mich zum Sterben zurückgelassen. Könntet ihr? Was könnten wir helfen? Klar, Mädel. Mache ich, aber ich sollte vielleicht vorher dieses dicke Ding hier kaputt machen, oder? Wenn es genehm ist. Holy shit, Alter. Was hier für Gegner rumlaufen im Levelgebiet, Alter. Das ist so heftig eigentlich. Umbrales Koloss. Das ist schon wieder so einer, ne? Heffi, 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 Alter. Heffi von Heffalumps. Aber der ist ja schon fast tot, ne? Dann würde ich mal schlagen. Sagen, wir legen mal los und ballern den um. Komm, 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 komm. Du musst aber auch mitmachen hier. Die olle Zibbe hier. Wenn du schon den angefightet hast.
Er läuft einfach weg. Er läuft einfach weg, Mann. Er lässt mich einfach allein. Babu Bird stirbt diesmal nicht. Ich gebe mein Bestes und haue so viel Schaden raus, wie es geht. Oh, 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 oh. Ne, das kriege ich nicht mehr geheilt, Babu Bird. Das tut mir sehr, sehr leid. Oh, zum Glück. Hier, guck mal. Der andere spottet ihn wenigstens mal ab. Geil. Besser Mann, Alter. Besser Mann. Oh, die Schutzschildkröte angemacht, ey. Üff, Digga. Üff. Okay, wir gucken mal, was wieso wurdest du hier zurückgelassen, Digga? Schwur gebunden. Ich habe einen Eid geleistet. Verdammt, wir alle haben das. Als Lord Sturmsang die ersten Befehle gab, nun, ihr habt ja gesehen, was geschehen ist. Wichtig ist, dass wir den Eid unserem Volk gegenüber geleistet haben und nicht diesem Lord. Verkauft seine Seele. Hier werdet ihr ihn nicht finden. Er befindet sich bereits tief im Inneren des Schreins und kein Außenstehender kann den Kanal lebendig überqueren. Nicht ohne einen Gezeitenwächter, der den Weg frei macht. Wiebke sieht euch fest in die Augen. Die Route der Gezeiten ist der Schlüssel zur Vordertür und sie wird hier aufbewahrt. Besorgt ihr sie, kann ich euch zu ihm bringen. Wir treffen mich nördlich dieses Höllenlochs, wenn ihr die Route habt. Sucht nach einem Leichenhaufen dieser Bastarde. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Sehr gut. Ja, Unterstützung, ne? Auch wenn wir der Champion der Allianz sind, brauchen wir auch Unterstützung. Ganz einfach, ne? Man kann nicht alles alleine machen, ne? Das geht definitiv nicht. Und ich will auch nicht alles alleine machen. So, bin ich faul, zu faul für... Ich vergesse immer meinen Mal des Jägers echt drauf zu ballern, ne? So, wir müssen ja auch noch die Prozente hier herbekommen. Erstmal Lord Sturmsang umkippen. Jawohl. So, wir befreien noch die Leute. Der Sturm. 5 von 12 haben wir erst. Krass. So, wow. Ach, das sind die Schurken von den Viechern. Jetzt habe ich das erst begriffen, ne? Ich werde angegriffen. Ich hab's auf Helfen. Euer Begleiter wird euch helfen. Ja, wenn ich angegriffen werde, dachte ich. So. Wir streichen nicht die Segel. So, das ist vielleicht auch mal besser, ne? Verstohlenheitsentdeckung erhöht. Funktioniert nur im Sturmsaumtal. Das ist gut. Das ist okay. Das lohnt sich ja wenigstens mal, ne? Ich hab nur Befehle befolgt. Ja, Digga, das sagen sie alle. Und trotzdem werde ich euch vernichten. Genau solche Leute wie dich. Die nicht drüber nachdenken. Und genau sowas, ne? Genau sowas. Steht ja jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel als Soldat ausgebildet wirst und so weiter, ne? Gibt's ja auch Befehl und Gehorsam. Das ist standardmäßig. Das muss auch so sein. Aber es gibt auch noch eine Klausel da drin, dass der Soldat dafür verpflichtet ist oder selber zu verpflichtet ist, einen Befehl zu prüfen. Für sich, ob er rechtswidrig ist zum Beispiel oder so, ne? Es gibt ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Hier, ich befehle dir jetzt zu diesen Bauern zu gehen und Eier zu klauen. Oder Eier zu organisieren. So, und du musst jetzt losgehen. So, erstmal, ich darf es nicht klauen. So, das ist eine Straftat. Punkt aus Ende. Das heißt, ich darf sogar den Befehl verweigern. Ohne irgendwelche Konsequenzen dafür zu bekommen. Und genau so muss man auch vorgehen, ne? Auch bei solchen Sachen. Eigentlich. Aber naja, sich rauszureden, dass man nur Befehle befolgt hat, ist nicht mehr. Ist einfach nicht mehr, meine Damen und Herren. Und das finde ich auch gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wer es nicht macht, ist selber schuld, ne? So, kriegen wir dich hier frei? Das ist dieser Gezeitensturm. Das müssen wir hier wegbashen. Oh nein, warte, ich vergesse immer wieder mein Mal draufzusetzen. So, du gehst weg und die ballern wir komplett kaputt, Alter. Sehr gut. Oh, schön. Oh, move. Übel, ne? Krass, was die so Level-Gegner allein schon so drauf haben, ne? Heavy. Was, wir haben so tolle Sachen bekommen. Wieso lege ich das nicht an? Vergesse ich wieder. Also hier ist ein Schwert. Haben wir schon Ledergürtel? Brauchen wir ja gar nicht. Na gut.
So, Prozente. Ja, nur mal so, als ich wollte einfach nur mal drauf eingehen, ne? Dass sowas heute nicht mehr berücksichtigt wird. Wenn die Leute sagen, Moment, ihr habt nur Befehle befolgt. Ihr habt eigentlich alles richtig gemacht. Nee, eben nicht. So. Und zusätzlich, das, was ich auch mal so nebenbei mal mitkriege oder so, wenn dir jemand befiehlt, ja, du kaufst das jetzt für die Truppe oder sowas, ist nicht, kann er auch nicht befehlen, weil es geht auf dein eigenes privates Geld und so. Und das darfst du auch nicht machen. Also brauchst du nicht machen, sagen wir es mal so, nicht dürfen. Das brauchst du wiederum nicht machen. Das ist was anderes, wie wenn du jetzt gegen Gesetze verstoßen würdest. Und so ist es halt, dass du einen Befehl auch sagen kannst, nee, mache ich nicht. Weil das können sie, dürfen sie gar, oder können sie mir gar nicht befehlen. So, ne? Also man wird echt geschützt vor sowas, nenne ich das jetzt mal, krass ausgedrückt. Und die Person an sich, sein Privates, wird auch geschützt dadurch. Und finde ich halt sehr, sehr gut im Moment, wie die Gesetzeslage ist und so weiter und so fort. Nur, man ist selber dafür verpflichtet, dieses zu prüfen. Und eine Person kann sagen, ja, Digga, willst nicht mal einen ausgeben oder so? Und dann kannst du es für dich entscheiden, so, ja, oder nö. Und es ist kein Problem an sich. Ja, was dann menschlich ist, ist was, wieder was anderes, aber es darf ja halt keiner befehlen. So, Punkt aus Ende. Und dann kannst du auch sagen, nö, mach ich nicht. Ne? Geil. Deswegen, oh, wir haben das Bundesschild schon. Ja, nice. Okay, cool. Dann müssen wir ja nur noch hier irgendwie hin. Was ist das nochmal? Der Stab, ne? Route der Gezeiten erhalten. Jawohl. Wow. Okay. Krass. Krass. Wow, es ist beschützt, Alter. Ja, was soll's, ne? Was soll's? Wir können sowieso alles killen, wenn wir wollen. So, kann ich das jetzt nochmal aktivieren hier? Kriege ich es jetzt endlich? Ja! Ah, schön. So, jetzt müssen wir da noch hin, ne? Gezeigten Zorn getötet. Ich dachte, den habe ich getötet. Ja, das bauen wir noch schnell ab. Ich dachte, das habe ich schon gemacht. Wie komme ich da jetzt hin? Da oben hin? Nee, du, also da helfe ich dir leider nicht. Ne? Du bist ja auch diejenige, die eben einfach abgehauen ist. Wo wir gegen so ein Vieh gekämpft haben, hast du leider Pech gehabt. Helfe gerne, aber nö. Ich will ja jetzt auch weiterkommen und nicht nochmal sterben. Ne? So. Ihr werdet fallen. Nee, Digga, tut mir leid. Ich werde nicht wieder darauf reinfallen. So, einmal Volltreffer angemacht und Feuer frei. Ne? Jetzt können wir erstmal schön ordentlich rausrotzen, was so geht, ey. Richtig, richtig toll. Nice. Und haben das schon wieder ready, ne? Das ist so geil, die Skillung. Wir können die ganze Zeit rausbashen, was so geht. Gefällt mir, ne? Guckt euch den Damage an, Mann. Einfach kaputt gemacht. Wenn wir dürfen, wenn man uns lässt. Dann können wir alles schaffen. Jawohl, glaub an das Herz der Karten. So, Telia. Endlich passiert mal was. Sollten wir nicht zu jemandem Schwurgebundene? Sollen wir nicht dahin? Warte mal. Ich würde gerne vorher das machen. Irgendwie. Oder geht's da jetzt weiter? Ich guck mal erstmal. Wir geben das erstmal ab bei Wiebke. So. Bitteschön. Sie erachtet euch wohl als würdig. Gut. Das war's? Ohne Ehre. Ich dachte, jetzt passiert noch was. Aber wahrscheinlich wird was passieren, wenn wir mit Thea hier alles fertig gemacht haben, ne? Meint ihr diese Plage? Abbild von Lord Sturmsang. Beendet es. Sofort. Okay, wir nehmen erstmal die Quest hier. Sie verkündeten eure Ankunft und euren Untergang. Was ist hier los, Alter? Wird da schon gefightet? Ja, toll. Ich höre jetzt schon wieder was noch nicht so weit ist, Mann. Unser Schicksal hat sich bald erfüllt. Sie dürfen den Schrein des Sturms nicht betreten. Toll, ey. Das hören wir jetzt gleich nochmal, ne? es gibt einen Gezeitenrat, der Lord Sturmsang untersteht. Jedes Mitglied beaufsichtigt einen anderen Bereich des Ordens. Wellensprecher Reik unterrichtet in Initianten in der ältesten Form der Magie der Gezeitenweisen, in der Zwiesprache mit dem Meer. Diese
Tode hat er zu verantworten. Wir müssen ihn ausschalten. Alles klar, los geht's. Jetzt müssen wir es leider nochmal hören, aber ich hoffe, ihr habt nicht richtig zugehört. Auf ihn mit Geburt. Jawohl, mit dem Tank hier. Cool. Der hat ja eben auch mitgefightet. Von mir aus, dann warten wir hier so lange, ne? Dann kann ich erstmal was trinken. Sorry, Leute. Das muss aber sein, ey. Ohne Witz. Oh, tut das gut. Sehr schön. Ach, Leute, heute schon auch die gute WoW-Woche aufgenommen, ne? Geil war's. Geil, wieder einfach grandios ausgeartet. Ja, nicht, dass wir sowas planen. Das ist einfach krass spontan und so weiter und so fort. Legt eure Waffen nieder. Geht ihr los. Das nicht tun. Meint ihr diese Plagen, Reik? Beendet es. Sofort. So, ich bin dabei. Die Tiefen verkündeten eure Ankunft und euren Untergang. Können wir noch mal was zünden? Ja, komm, wir machen noch Volltreffer an. Seht, was aus euch geworden ist. All dieses Blut klebt an euren Händen. Unser Schicksal hat sich bald erfüllt. Sie dürfen den Schrein des Sturms nicht betreten. Werden wir aber. Ich habe nur mit ihnen gespielt, Herr. Betrachtet es als erledigt. Naja, also irgendwie stirbst du gerade. Die Flotte so. Wird ihr gehören. Oh, haben wir da gerade. Verschwinden wir, bevor wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Los! Aus Sturmsang wird dieses versunkene Reich beherrschen. Der Zorn der Gezeitenmutter sorgt dafür. Haben wir da gerade. Die Flotte wird ihr gehören? Ich glaube, jeder weiß, wen er meint mit ihr, oder? Geil, Alter. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich denke mal, ihr wisst es, ne? Dass Ashara gemeint ist. Geil, Alter. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, Mann. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. So, Ringe haben wir. Wir haben hier Handgelenke. Jawohl, die verbessern wir auf jeden Fall. Sehr schön. Einmal angelegt hier noch eine Mütze. Gucken wir uns die mal an. Cool. Die habe ich als Stoff mit der Uhr. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Nehmen wir die nächste Quest an. Bis zum bitteren Ende. Auge des Sturms. Wenn Lord Sturmsang euch bisher noch nicht bemerkt hat, dann hat er es jetzt ganz sicher. Am besten, ihr stellt ihn am Schrein des Sturms, bevor sich noch mehr seiner Anhänger zu seinem Schutz zurückfallen lassen. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst mich dabei beschützen. Ich bin nicht in der Verfassung, noch mehr von diesen Unholden zu widerstehen. Und versucht euch bedeckt zu halten. Je näher wir an den Schrein kommen, desto mehr Macht steht Lord Sturmsang zur Verfügung. Eskortiert Gezeitenwächterin Wiebke. Wenn die Zeit kommt, bin ich bereit. Ich bin auch bereit. Wir müssen für das einstehen, was richtig ist. Die Gezeitenweisen begehen diesen zeremoniellen Pfad, um beim Schrein gesegnet zu werden. Ist das gut? Es ist direkt. Okay. Gut ist es, wenn Sturmsang nicht bemerkt, dass wir ihn nehmen. Ich, ja. Wir haben Gesellschaft. Bin gespannt. Oh, ja, ich hab's gesehen. So, der erste ist weg. Nix da, du machst hier gar nichts, Alter. Boah. Den haben wir aber gut weggefetzt, Alter. So viel zum Thema unbemerkt. Ja, ne? War Lord Sturmsang immer so grausam? Überhaupt nicht. Er war so nett, bevor die Stimmen ihn verderbt haben. Es war sein Vater, der uns vor vielen Jahren in dieses Tal geführt hat. Und nun werde ich euch in eine glorreiche Zukunft in den Tiefen führen. Üff, Alter. Einfach nur üff. Wie er einfach uns sogar mit erspähen oder die Gespräche mitbekommt, Alter. Heavy. Wir müssen nur den Altar vor uns erreichen. Nur. Ist gut, ne? Ich glaube, da wird irgendwas Böses beschworen. Kommt schon, wir sind fast da. Da kommt doch schon wieder was, oder? Ihr könnt mich aufhalten. Doch das Schicksal von Kul Tiras ist längst besiegelt. Kul Tiras. Ertrunkener Hierarchin. Okay. Wir machen die kaputt. Lasst sie die Macht unserer neuen Verbündeten
Posten. Unsere neuen Verbündeten, Mann, nein, die nutzen euch doch nur aus. Alter, richtig, richtig krank. Ah, schlimm. Boah, habt ihr den Schuss gesehen, Alter? Junge, haben wir den weggefetzt, ey. Richtig gut. So. Nee. Ich glaube, ich kann nicht weitergehen. Doch. Es sind nur noch ein paar Schritte. Wir lassen euch nicht zurück. Auf gar keinen Fall lassen wir dich zurück. Wir brauchen dich. Da müssen wir hin. Holy shit. Da passiert doch noch etwas. Hier sind doch noch ein paar Kreise oder so eine Scheiße. Die Flotte von Kul Tiras ist mir zu Willen. Und bald. Oh ja. Auch ihr. Oh ja. Was kommt hier denn her? Oh shit. Nein! Oh, wir müssen dahin. Okay. Alles klar. Shit! Schnell, 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 schnell. Müssen wir die zurückhalten oder so? Ich halte sie so lange auf, wie ich kann. Echt? Ich kann sie nicht lange aufhalten. Wow. Nehmt die Route und verschwindet hier. Wir lassen euch nicht zum Sterben zurück. Ihr müsst, sonst sind wir alle verloren. Geht jetzt. Ey, Wassermagierin, Alter. Da hätte ich auch Bock zu, Alter. Okay, wir müssen hier rein. Was machst du denn? Heavy. Oh nein, Tentakelviecher. Üff. Ist er Pike? Krakenspanne. Victoria. Sie hat es nicht geschafft. Ein endloser Schatten. Tausend Arme. Vier Augen. Das Ende. Sie erhebt sich. Oh, Leute, wie geil ist das denn gerade? Ohne Witz, Spannung steigt, Mann, das beste Leben, Alter. Und ich würde sagen, das nehmen wir uns dann gleich vor, ne, im nächsten Part. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, bis bald.